Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Origins. Das letzte Mal sind wir ziemlich abrupt beendet, denn die Tür hat geklingelt und habe ich mir gedacht, ja, für eine Minute nochmal dran setzen, das lohnt sich nicht. Deswegen gibt es eine neue Folge. Direkt mit dem Entschärfen der Bombe vom Anarchy, dem Anarchisten. So, du auch mal weg hier. Auf der Kauleiste. Und wow, das tut alles so weh. Upsla, ey. Warum konntest du nicht, Batman? Du kannst die Ursache nicht bezwingen. Huh? Ich kann die Ursache nicht bezwingen. Oh, langsam wird's knapp. So, du gehst mal weg hier. Darfst du etwas klein? So, oh, es wird knapp. Wir haben nur noch eine halbe Minute Zeit, die Bombe zu entschärfen. Los, Batman! Das war knapp, aber wir haben es geschafft. Die zweite Bombe ist entschärft. Und jetzt fehlt nur noch die dritte. Wo ist sie denn? Ist schon wieder beim Schiff gelandet. Wo ist denn die dritte? Die dritte ist direkt bei unserem Ziel. Ah, der Schnupfen. Ich sag's euch, erkältet zu sein ist nicht immer ganz gut. Ja, vor allem tut's der Stimme nicht so gut. Sieht immer so ein bisschen quarky an. So im Moment ich auch. Na, ich hoffe, ich höre euch im Moment nicht, aber naja, kann man nichts dran machen. Man halt, jeden Tag ein Video raushauen möchte, dann muss man auch irgendwie solche Kompromisse eingehen. Vor allem, wenn man unter der Woche noch arbeiten muss, dann wird alles ein bisschen schwieriger, aber naja. Wegbrechen, stimmt. Ich hoffe, das macht euch nicht allzu viel aus. Hallo? Gleitre. Hallo. Ist wieder eine Statue. Ziemlich viele Statuen hier in Gotham. Und die Straße, die ist irgendwie noch nicht ganz gebaut. Hallo, hier ist Batman. Aber keiner ist da, um uns Hallo zu sagen. Hier aber. Und hier auch. Ah, also die Fotos von Batman, die gefielen mir schon immer sehr gut. Frag mich, warum überhaupt sollten wir mit dem Batwing überhaupt fliegen wollen? Wir können ja mit ihm abkürzen. Na gut, für manche Sachen finde ich es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ich jedes Mal über die Brücke fahren müsste. Also die zwei Stadtteile Old Gotham und ich nenne es mal New Gotham, ich weiß gar nicht, wie es heißt. In beengten Nahkampfsituationen ist der Greifhakenbeschleuniger nicht möglich. Dabei sind wir gar keine Nahkampfsituation, aber klar, ein bisschen beengt, weil wir zu nah an der Kante schon dran waren. Vielleicht deswegen. Darauf. Juhu, da ist schon das Bat-Signal. Da müssen wir hin. Batmans Ziel. Was ist denn das für eine grüne Suppe? Ich glaube, da wird giftiges Zeug abgeladen. Sehr ekelhaft. Firma, die keine netten Sachen machen. So, hier möchte ich bitte drauf. Da ist noch sowas. Oh je. Sie sprechen. Wer sind diese Menschen? Was treibt sie an? Gerechtigkeit? Ehre? Nein. Sie wollen Macht und ihre Marke verleiht sie ihnen. Und so jagen sie und suchen uns stattdessen Angst ein. Hallo. Anarchy hat recht, weißt du? Wir sind den Bullen egal. Ohne die sind wir besser dran. Aber das wusstest du wohl schon, nicht wahr? Das tun sie. Sie beschützen und dienen sich selbst. Wir fürchten. Okay, die nächste Bombe ist unser Ziel. Hallo. Versucht mich doch zu kriegen. Aber ich bin weg. Tschüss. Ich muss eine Bombe entschärfen. Für euch bleibt im Moment leider keine Zeit. Aber seid euch gewiss, ich komme wieder. Oh, er versinkt sogar im Schnee. Irgendwo eine Relaisstation haben. Wahrscheinlich ein mobiler Satellitenempfänger. Bestimmt auf einem Dach. Ach so, wir sind jetzt da, wo wir wahrscheinlich mit der Story weiter hätten kommen sollen, oder was? Ich muss aber natürlich erst noch die Bombe entschärfen. Sehenswürdigkeit. Nein, ich möchte natürlich immer noch hier in Anarchy.
Zauberschlüssel zurückkehren, das können wir gerade nicht, wie du siehst. Warum markiert er das jetzt nicht? Achso, okay, klar, das Symbol ist für dasselbe, ja klar. Denn das ist jetzt unser wichtigstes Ziel. So war es nicht geplant, aber naja, geht auch. Jetzt ist noch ein großer Teil der Stadt. Du weißt schon. Da auch hin? Ne, da kommen wir nicht hin. Da ist nur das Gefängnis. Die meisten sind so korrupt, dass wir ohne sie sicherer sind. Aber irgendwer muss doch für Frieden sorgen. Ja. Nicht irgendwer. Alle gemeinsam. Wir werden alle gleich sein. Die Verantwortung teilen. Hier ist Batman. So, der erste ist weg. Oh, das tut so weh, Batman. Wenn Batman gegen einen kämpft, tut das wahnsinnig weh. Oh, du bist auch mal weg hier. Und zack. Kriegst du nie. Und du letzte auch noch. 34, eine schöne Reihe. Dark Knight Herausforderung. Führe Drama ein, Spezialkombo ausschalten aus. Ja, wunderbar. Interessant. Obwohl du alle finsteren Details über meine Zielorte kennst, hast du sie verschont. Tut mir leid, dich enttäuscht zu haben. Enttäuscht? Überhaupt nicht. Komm zum Gerichtsgebäude, damit wir Gothams Prozess fortführen können. Okay. Konfrontiere Anarchy beim Gerichtsgebäude. Ich habe 3 Bomben in den korruptesten Ecken Gothams verteilt. Aber anders als die, die ich bekämpfe, glaub... Oh, das ist aber sehr weit weg. Das ist direkt auf der anderen Seite der Stadt schon wieder. Aber dieses Mal können wir eigentlich hier hinfliegen, oder? Schnellreise. Wir probieren einfach mal die Schnellreise aus und sind wir schon auf der anderen Seite. Da war irgendwie gerade der Ton zu schnell. Da war der Ton schon da. Bevor das Bild da. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Batman fliegt durch Regen und Nacht. Es regnet stark, doch er fliegt immer noch. Ein Batman. Durch die Wolke. Hallo? Ich glaube, hätten wir schon vorher machen können, oder? Wow, wow, wow. Wo sind wir? Scheiße, die Fledermaus hat auf uns abgesehen! Nein! Jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Also ein bisschen fühlt man sich ja doch heimisch. Gerade ist ein bisschen die Performance am Boden, oder? Da vorne ist es. Und? Nur so zur Info. Ich weiß gar nicht, ob sie zu der Zeit schon irgendwie agiert oder sowas. Da ist das Gerichtsgebäude. Die Justitia, die Waagschalen hält. Müssen wir hier rein oder müssen wir hier runter? Wo ist der Anarchy? Kommen wir hier irgendwo rein? Zeig mir, was du drauf hast! Nein, ich bin wieder weg. Erstmal. Wie kommen wir hier rein? Ist hier irgendwo eine Tür? Wir versuchen uns einfach mal mit dem Haupteingang. Da stehen sie schon parat. Letztes Mal gab es... Lassen die Leute einfach mal vorne an der Tür stehen und liegen. Tschüss. War nett mit euch, aber ich gehe hier rein. Okay, ich komme hier nicht rein. Da
dann seid ihr dran. Zack. Oh, und du bist ausgeschaltet. Oh, das sind aber viele. Seine Upsla, du hast mich aus der Kombo rausgehauen. Du versuchst es gar nicht. Oh, du bist weg, mein Freund. Für die Freiheit. Ich gebe euch Freiheit. Die habt ihr euch verwirkt, indem ihr die Stadt terrorisiert habt. Und weg mit dir. Oh, jetzt haben wir sie wieder selber rausgehauen. Aber naja. Auch weg hier, mein Freund. Und der letzte. Na, schönen Zeit. Ist ja auch er. Geschlagen. Stufenaufstieg. Wunderbar. Da kriegen wir noch einen neuen. Was machen wir denn jetzt als nächstes Feines? Klingenducken ausschalten. Wäre vielleicht ganz nett. Was haben wir hier noch Schönes drin? Seil ausschalten. Haben wir schon Fernlenkkralle Spulengeschoss. Eine neue Ausschalttechnik, die ein spezielles Fernlenkkrallenprojektil verwendet. Begrenzte Anzahl an Geschossen. Erhöht die Anzahl deines schweren Geschützes. Okay. Explosivgel ist nun mit einem Annäherungszünder. Oh, das ist auch sehr nett. Auch sehr nett ist das Wärmebild. Wärmebild-Dingsbums. Kritischer Konter. Aha. Spezialkombo-Schub, der ist natürlich super. Von 8 auf 3. Auf 5 runter ist natürlich extrem gut. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal hier. Das ist noch gesperrt. Hört den Wirkungsradius einer Rauchbombe? So oft benutzen wir die ja nicht. Ich glaube, wir machen erstmal das hier. Yay, Wärmebild, Leitungssystem, super. Versuch dich mal zu finden. Die Tür ist verschlossen, aber wie kommen wir da rein? Vielleicht doch von hier oben. Aber hier ist die Tür auch zu. Ich finde dich. Ich komme schon. Die Energie. Deine Bombenspiele werden bald vorbei sein. Die sind aber schon normale Gangster. Alles ganz normale Gegner. Irgendwie müssen wir hier reinkommen. Ist nur die Frage, wie. Okay, die helfen uns jetzt gerade nicht weiter. Ja, das ist hinter mir, ich weiß. Aber irgendwie ist, müssen wir hier reinkommen, oder? Bewusstlos, ja. Wie kommen wir hier rein zu ihm? Die Tür ist verschlossen. Das ist schlecht. Hier, die Türen sind ja gar nicht da, die sind nicht existent. Wie kommen wir denn da rein? Na, noch ein bisschen weiter aufs Dach, dankeschön. Hier irgendwo? Hm. Weil irgendwo da oben drauf ist ja das Symbol vom Anarchy. Eine Schlägerei, ihr wollt eine Schlägerei, ihr bekommt eine Schlägerei. Dann kann ich mich hier auch mal in Ruhe umschauen. Da ist nämlich noch eine Tür. Zermalm euch. Upsala, hat nicht geklappt. War wahrscheinlich zu weit weg von einem Gegner. Und zack. Ach, du lebst immer noch. Na dann. Dann hau ich eine rein. Zack, das tut bestimmt sehr weh. Hier ist noch eine Tür. Dann versuchen wir einfach mal diese Tür hier. Und die ist offen. Energie, ich komme. Ein rotierendes Batman-Symbol. Verlassenes Gerichtsgebäude. Konfrontierende Energie im Gerichtsgebäude. Phase 1.
Ah, das sind wohl wirklich die Punks hier. Malen sogar grüne Haare auf die drauf. 13 Gegner sind die. Der Mann mit Augenklappe. Hm? Das waren Freunde vom Deathstroke vielleicht? Er trug ja auch eine Augenklappe, wenn ihr euch dran erinnert. Was hat er hier gemacht? Bin ich froh, dass du gekommen bist. Wirklich eine Ehre. Es gibt so viel zu diskutieren. Was genau willst du? Ich möchte eine Allianz vorschlagen. Wir beide könnten gemeinsam großartige Dinge vollbringen. Ich kooperiere nicht mit Verbrechern. Du musst dich stellen. Ich sag dir was. Ich stelle mich, sobald du das Gleiche getan hast. Aber du siehst dich selbst nicht als Verbrecher, oder? Das Kostüm, die Spielzeuge, das Anspruchsdenken. Du bist nur einer dieser reichen Jungs, die sich wegen ihres Geldes schämen. Eine Schande. Wir sind die anarchistischen... Wow, drei auf einmal Kontakt? Wir nehmen uns alles! Ihr nehmt euch alles, aber nicht mit Batman. Batman lässt das nicht zu, das wisst ihr doch. Oh, warum hab ich nicht gekontert? Hier, in die Weichteile. In die Weichteile. Du bist auch weg, mein Freund. Zack. Und dran mit dir. Oh, das hat weh. Nicht ganz. Oh, was mache ich? Wow. Was? Die fliegen jetzt mit Rauchbomben oder was? Die fliegen, die schmeißen mit Rauchbomben. Und so, du bist mal weg, mein Freund. Weil ich der Batman bin, ich sorge für die Gerechtigkeit. Ihr aber nicht. Legen wir los! Das reicht! Oh, jetzt ist er selber dabei. Steh's nicht! Wir sind doch auf derselben Seite! Komm näher! Wir sind nicht auf derselben Seite! Das ist der Wahnsinn! Oh, der hebt sich wieder auf. Ich wollte dir helfen, die Dinge so zu sehen wie ich. Klar, wir müssen die von hinten angreifen. Wegen seinem Leuchtstäbchen. Wegen seinem Elektrostäbchen. So, mein Faustkampf mit Batman. Bist du unterlegen, mein Freund? Ich bitte dich um einen Diskurs und du antwortest mit Gewalt. Du kannst die Anhänger nehmen, aber. Und da ist er weg. Das war recht einfach hier. Ein Schlag und er war weg. Du bist noch ein Kind. Und? Spielt das eine Rolle? Ich wollte einen Unterschied machen. Ich dachte, du denkst genauso. Das tue ich, aber nicht so. Viele unschuldige Menschen wären deinetwegen beinahe gestorben. Unschuldig? Sie haben tatenlos zugesehen, wie Gotham vor die Hunde ging. Sie haben Angst. Nein, sie sind schwach. Genau wie du. Wer bist du? Enneke gesucht, abgeschlossen. Da sitzt er hier mit... Die Polizei ist auf dem Weg. Mit Hans. Fragst du dich nie, wie es so weit kommen konnte? Ich mich schon. Immer wieder. Ich denke nicht, dass Verbrecher wie Roman Sionis oder Oswald Cobblepot schuld sind. Sie spiegeln nur unsere Apathie wider. Unsere Gier. Unsere Angst. Wir stecken den Kopf in den Sand, vergraben uns in unserer Arbeit, konsumieren als Unterhaltung getarnte Propaganda. Die Botschaft ist immer dieselbe. Nicht denken, nicht hinterfragen. Was passiert, wenn sich eine Gesellschaft aufgegeben hat? Sie verrottet. Sie füllt sich mit Lügnern, Betrügern und Verbrechern. Oben wie unten. Der Anzugträger im Penthouse ist kein Stück besser als der Typ, der an der Ecke Drogen vertickt. Beide tun das, was nötig ist, um voranzukommen. Egal, was der Preis ist. Integrität. Das war es, was eine Gesellschaft früher ausmachte. Menschen haben zusammen ein gemeinsames Ziel verfolgt, sich umeinander zu kümmern.
zu beschützen und zu sorgen. Wir haben uns vor der Dunkelheit und ihren Gefahren in Sicherheit gebracht. Gemeinschaft stand für Fortschritt. Aber jetzt, jetzt ist alles verdreht. Wir beten am Altar des Wettbewerbs. Wir erbauen Festungen um uns herum. Wir kämpfen, wir hintergehen. Wir wurden zu dem, was wir einst fürchteten. Wenn du nur hinterher aufräumst, Batman, wird niemand je lernen, sich um sich selbst zu kümmern. Jene, die dich nicht hassen, werden beginnen, sich auf dich zu verlassen, von dir abhängig zu werden. Und wenn dir etwas zustößt, wenn du alt wirst oder gelangweilt oder stirbst, was dann? Oder ist dir die Welt, die sich um dich dreht, egal? Es tut mir leid, dass du das... Du bist ein Heuchler. Du rennst umher und verbreitest Gerechtigkeit. Du bist der Heuchler. Haben wir von ihm jetzt eine Geschichte? Beziehungsweise eine Akte. Noch eins weiter, ne? Da, ja, genau, da sind wir doch schon. Profile. Anarchy, steht da hier bei? Der richtige Name, unbekannt. Beruf, politischer Aktivist. Standort Gotham City, Augenfarbe und Haarfarbe sind unbekannt, aber wir haben gesehen, er ist blond. Größe 1,68, Gewicht 66 Kilo. Selbsternannte Stimme des Volkes. Extremist, der allen... alles zur Durchsetzung seiner Ziele tun würde, betrachtet die Regierung und Konzerne als Feinde, die vernichtet werden müssen, wachsende Anhängerschaft bei Jungen und Ernüchterten. Anarchy will Gotham von jeglicher Korruption reinigen, greift dabei aber auf Methoden zurück, bei denen er mutwillige Zerstörung im Kauf nimmt. Sein Idealismus wird nur von seinem Selbstgefälligkeit übertroffen, wodurch jegliche Argumentation mit ihm zum Scheitern verurteilt ist. Zum Schutz der Stadt scheint eine physische Konfrontation unvermeidlich zu sein. Ihm sollte in äußerster Vorsicht begegnet werden. Aber liebe Freunde, ich würde sagen, das war's auch schon für diese Folge Batman Arkham Origins. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn Batman wieder zuschlägt und die Gerechtigkeit seinen wahren Platz wieder einnehmen möchte. Oder ihren wahren Platz wieder einnehmen möchte, denn ja, ihr wisst schon. Parkour. Bis zur nächsten Folge. Euer Moscha. Ciao, ciao.